Das Narrativ der Rallye seit Jahresbeginn lautet, naja, die Inflation, die wird ziemlich deutlich nach unten kommen. Deswegen wird die Fed früher oder später auch die Zinsen senken bzw. gar nicht mehr großartig anheben. Also steigen wir, steigen vor allem Tech-Aktien, denn es ist ja auffällig, dass diese Erholung seit Mitte Oktober, als wir im S&P 500 ein Tief erlebt hatten, vor allem der Dow Jones, also die Value-Werte nach oben drifteten. Dann seit Jahresbeginn sind es vor allem die Tech-Werte, die ja dann besonders profitieren, wenn die Zinsen niedriger sind oder auf Null sind. Siehe 2020, 2021 die Tech-Rally bei Nullzinsen. Jetzt allerdings ist plötzlich dieses Narrativ angeschossen, dass die Inflation ja so deutlich runtergeht und die Fed deswegen die Zinsen auch ganz entspannt wieder senken kann. Im Gegenteil, jetzt fürchtet man, dass die ganze Geschichte richtig dumm läuft, nämlich die Fed die Zinsen deutlich über 5% anheben muss. Ich hatte gestern im Marktflüster drei Gründe genannt, warum es nach unten geht. Erstens, weil eben jetzt immer wahrscheinlicher wird, dass man die Fed doch ernst nehmen muss. Zweitens, die Inflation könnte höher reinkommen. Und drittens, wir sind extrem exzessiv optimistisch, eine super bullische Stimmung und gleichzeitig sehen wir, dass die Zinskurven sich so invertieren wie seit den frühen 80er Jahren nicht mehr, mithin also eine Rezession immer wahrscheinlicher wird. Und jetzt zählen wir mal eins und eins zusammen. Die Zinsen werden erstmal weiter steigen, die Inflation möglicherweise doch nicht so schnell fallen. Gleichzeitig sind alle super bullisch und es kommt zu einer Rezession. Würden Sie dann gerne all in auf der Long-Seite sein? Ist nett, vor allem wenn man jetzt gerade derartig überkauft ist und gleichzeitig derartigen Optimismus hat. Das schreit ja geradezu nach einer Gegenbewegung, respektive einem Ende dieser Rallye. Das sieht auch Carl Icahn so. Der große Investor, nicht unumstritten, der gestern sich richtig eingedeckt hat, 50 Millionen Dollar investiert hat, um sich zu hedgen mit einer Option im Bereich 4050 beim S&P 500. Und insgesamt sehen wir, dass jetzt hier die Absicherungen deutlich nach oben gehen, über Optionen, über Futures, selbst der super bullische Goldman-Analyst sagt jetzt, ich bin flipping to a tactical bear. Also er ist zumindest taktisch jetzt erstmal short, weil er sagt, der Pain Trade, der war bisher nach oben, jetzt ist der Pain Trade nach unten, weil letztendlich die ganze euphorisierte Masse jetzt drin ist, reingesogen wurde und man fürchtet jetzt ein bisschen diese Daten am Dienstag zur Inflation. Hier sehen wir mal den Real-Time-Inflation-Tracker der Cleveland Fed und hier sehen wir, das wird angezeigt derzeit mit 0,63% Vormonat und 6,44% Vorjahresmonat. Ziemlich hohe Zahlen. Wenn dem so käme, weiß man ja nicht, ob das an der Realität dran ist oder nicht. Jetzt auch Mohamed El-Erian, der ehemalige PIMCO-Chef, der warnt. Also hier diese Hoffnung auf Disinflation, die Paul ja aktiv streut, die sei sehr, sehr gefährlich. Die Märkte hingegen nehmen das nicht mehr so ernst, was Paul gesagt hat. Wir sehen jetzt, dass die Fed Terminal Rate Expectations auf 5,1% steigen. Hier nochmal eine Einschätzung auch der Bank of America, die nur 0,4% und 6,1% erwarten. Aber sagen, diese Dienstleistungsinflation, die ist ziemlich sticky, die ist also ziemlich klebrig. Und warum die Amerikaner jetzt so ein bisschen unsicher werden, liegt auch an Mexiko, das ja den Amerikanern durchaus mehr im Fokus ist als natürlich uns. Denn da hat gestern die mexikanische Notenbank völlig überraschend, hatte keiner erwartet, Zinsen um 0,5% statt um 0,25% angehoben. Warum? Weil letztendlich die Inflation überraschend hoch war in Mexiko. Nun kann man Mexiko nicht eins zu eins mit den USA vergleichen, sicherlich, aber es sind schon teilweise ähnlichere Wirtschaftsräume, die da der Fall sind. Also blicken die Amerikaner nach Mexiko und sagen sich, hups, wenn das bei uns auch so kommt. Deswegen gibt es jetzt sogar mehr und mehr Wetten, die sagen, wir werden 6% Leitzinsen sehen. Und die ganze Geschichte mit der Inflation ist so ungemein schwierig jetzt zu beurteilen, weil auch die Amerikaner, nicht nur die Europäer, die Deutschen sind die einzigen, die es noch nicht geschafft haben, weil sie wahrscheinlich irgendwie ein Datenproblem haben. Aber der Warenkorb wird geändert bei den Daten, die jetzt anstehen aus dem Januar, die also am Dienstag kommen, mit Änderungen etwa
wie die ganze Geschichte berechnet wird, wie dann die Owner's Equivalent Rent gewichtet und berechnet wird. Und das ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor sondergleichen. Wir haben zum Beispiel jetzt in Österreich gesehen, die Österreicher haben es im Gegensatz zu uns Deutschen geschafft, schon ihre Inflationsdaten zu veröffentlichen für Januar. Da war das eine deutliche Überraschung nach oben, weil eher freizeitnahe Dienstleistungen stärker gewichtet werden. Die sind deutlich gestiegen. Das gilt auch in den USA. Wer reist, wer in ein Disneyland geht, der zahlt da einfach schlichtweg deutlich mehr. Das ist also schwer zu kalkulieren, Pauschalreisen und so weiter, solche Geschichten. Wir haben schon gesehen, dass die, das wollte ich nochmal zeigen, dass die Daten zu den Arbeitsmarktdaten maßlos auf der Oberseite überrascht haben, wie auch immer man diese Daten werten kann. Ich glaube, dass die nicht so wirklich ganz korrekt sind, aber sei es drum. Die Folge jedenfalls, das, was an den Märkten passiert, sehen wir hier. Wir sehen, dass die 10-jährige Anleiherendite steigt. Ich sage das schon länger. Wir haben positive Divergenzen oben im RSI. Wir sehen, dass der VIX ausgebrochen ist, links unten. Und wir sehen, dass der S&P 500 jetzt tiefere Hochs und tiefere Tiefs gemacht hat. Wir sehen diese massive Invertierung der Zinskurven bei gleichzeitig weiter steigenden Leitzinsen, so stark wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Und jetzt kommt Goldman Sachs und sagt, na, diesmal ist alles anders, Kinder. Wir sind in einem irgendwie anderen Zyklus. Deswegen wird es diesmal anders kommen mit dieser Rezessionsankündigung. Wahrscheinlich der gefährlichste und teuerste Satz der Weltgeschichte. Diesmal ist alles anders. Aber die Goldmänner glauben dran. Auch die Fed, by the way, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir eigentlich bei Rezessionssignalen, die sind jetzt so wie 2001, 2007 auf dem Niveau. Und gleichzeitig ist der Markt so teuer wie noch nie. Der ist teurer als auf seinem Allzeithoch. Ich hatte es gestern schon gesagt, als der S&P Anfang 2020 bei 4.800 Punkten war. Warum? Weil einfach die Gewinnsituation für die Unternehmen sich verschlechtert hat. Deswegen das KGV weiter gestiegen. Und hier sehen wir das Mantra von Powell vor allem auch. Diesmal ist alles anders. Er spricht ja von Disinflation. Und ja, ich glaube, dass wir ohne große wirtschaftliche Schäden da aus dieser Nummer rauskommen, hatte Powell ja letztendlich suggeriert, was aus meiner Sicht genau die gleiche Variante ist des Satzes, diesmal ist alles anders, denn wir haben noch keinen einzigen Zinsanhebungszyklus, der so kräftig war, erlebt, ohne dass dann irgendwie ein Unfall passiert ist, die Wirtschaft in eine Rezession gefallen ist. Wie geht dann normalerweise die Logik? Wie sind die Abläufe? Erstens das Verhältnis zwischen den Umsätzen der Unternehmen und den Löhnen wird ungünstiger. Das heißt, die Löhne steigen schneller als die Umsätze der Unternehmen. Das verschlechtert die Ausgangssituation der Firmen. Dementsprechend gehen die Profite nach unten. Das ist das, was wir derzeit schon sehen. Dann werden Arbeitnehmer entlassen. Das ist das, was wir vor allem im Tech-Sektor sehen, in der anderen Wirtschaft noch nicht. Dann steigt die Arbeitslosigkeit schon bereits an und die Leute beginnen dann ihre Ausgaben runterzufahren. Dadurch sinken weiterhin die Umsätze der Unternehmen. Dadurch ist das Verhältnis zwischen Umsätzen der Unternehmen und Löhne, die sie zahlen müssen, immer ungünstiger. Also entlassen sie mehr Leute, dadurch schränken sich die Konsumenten mehr ein und so weiter und so fort. Das ist die Spirale. Entweder die Arbeitslosigkeit steigt gar nicht, wie allermeistens, oder sie steigt sprunghaft. Dementsprechend ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr teurer Fehler, den Paul macht. Und möglicherweise begehen auch die Marktteilnehmer einige Fehler. Wir sehen eine unglaubliche Vola der S&P 500 in den letzten 3 Tagen. Mindestens 1% wieder reversed, also nach unten gekommen. Zweimal in den letzten 3 Tagen sogar mehr als 2%. Und das liegt vor allem auch an den Optionen. Jim Bianco hat hier mal die 20 meistgehandelten Optionen ausgesucht und alle 20 sind entweder mit Verfallsdatum am selben Tag oder eben am nächsten Tag, also ultra kurzlaufige laufende Optionen. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass über 70% etwa der gesamten Umsätze in Aktien inzwischen über Optionen passiert und gleichzeitig der Druck mit Google, die mal eben 200 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren haben, der größte 2-Tages-Abverkauf seit der Finanzkrise. Und hier sehen wir gleichzeitig die Euphorie und die Bullishness, NAAIM, also der Investitionsgrad von Vermögensverwaltern.
bei 85, 86. Die sind also mit 86%, 85% auf der Long-Seite investiert. Das korrespondiert meistens mit Tops an den Märkten. Unten sehen wir, dass der Short-Squeeze vorbei ist. Die meistgeschorteten Aktien, die fallen wieder. Und hier nochmal der Anstieg des VIX, respektive der VIX, also die Volatilität. Der Volatilität zieht deutlich an. Und diese ganze Geschichte mit den Optionen ist einfach ein extrem gefährliches Ding. Gleichzeitig sehen wir, dass der VIX hier aus seinem Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen ist. Wir sehen, dass die gesamten Gewinne, die dann mit der Powell-Rede ja begannen, Disinflation und Financial Conditions überhaupt deutlich gestraft, bla bla, dass die alle wieder rausgepreist sind. Und das ist vielleicht auch sehr interessant, was diese Analystin hier sagt. Im Januar war es so, dass wir wirklich den Anstieg marktbreit gesehen haben. Es sind also wirklich mehr oder weniger alle Aktien gestiegen, nicht nur die Dickfische. Das hat sich jetzt geändert. Seit Anfang Februar sind es nur noch die Dickfische, die gestiegen sind. Eine Apple, eine Tesla, wie sie alle heißen. Aber die Marktbreite ist schlechter geworden. Wir haben jetzt ziemlich genau das gemacht, was wir in der Rallye Juni bis August 2022 gemacht haben, nämlich so und bei 17% gestiegen, und dann ist vielleicht da mal Schicht im Schacht. Hier sehen wir mal den Optionsbereich nochmal. Wir sehen gestern über 4 Millionen Tesla-Optionen gehandelt. Das sind immense Werte, das ist mehr als das Doppelte, was der zweite Wert auf die Waage bringt, nämlich Alphabet A. Gleichzeitig sehen wir, dass natürlich die Calls extrem überhängen, und das gilt vor allem auch für Alphabet. Also da ist unglaublich viel Hebelwirkung mit diesen Optionen. Gleichzeitig das Sentiment der Privatinvestoren, hatte ich gestern schon gezeigt, so bullisch wie seit langer Zeit nicht mehr. Jetzt wieder deutlich mehr Bullen als Bären, und dann sehen wir dann eben enttäuschende Quartalszahlen. Hier gestern Lyft mal eben 30% abgestürzt. 30% verliert praktisch ein Drittel seiner Marktkapitalisierung. Wir sehen, der S&P 500 unter der Grafik ist aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen. Und das, nachdem Jim Cramer gesagt hat, ich wiederhole, es ist ein Bullenmarkt. Und Jim Cramer sagt, Price Stability is right around the corner. Also die Inflation ist vorbei. Oh oh, der Jim hat ja ein super Timing. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist das ein Agent der Großbanken, der gute Jim Cramer. Der stellt sich dahin und treibt die kleinen Fische immer in die falsche Richtung, und die Dickfische, die grasen dann ab, was diese kleinen Fische, weil Cramer sagt, mach das und das, dann wirklich tun. Also sozusagen einer, der die Masse absichtlich in die falsche Richtung führt, ist eine seltsame Theorie, aber irgendwie so direkt und so klar daneben liegen wie Cramer kann man eigentlich gar nicht. Und das Ganze gestern noch garniert mit einem Abverkauf im Kryptobereich, Bitcoin unter Druck, weil die Börse Kraken, Kryptobörse, Ärger mit der SEC hat, mit der Folge, dass es im Worst Case, ist lange nicht gesagt, aber im Worst Case sein könnte, dass diese ganzen Kryptobörsen in den USA nicht mehr ihren Sitz haben könnten, sondern offshore gehen müssten, mit all den Konsequenzen. Kurzfristig, 15-Minuten-Chart des S&P 500 hier von Ron Walker, sehen wir, da sind wir im RSI ein bisschen überverkauft, könnte also eine Gegenbewegung kommen, allerdings glaube ich nicht, dass die dann allzu weit reicht. Ich habe gestern Tesla aufgestockt. Ich habe gestern eine Nvidia geschortet und habe bei 15.600 meine DAX-Position jetzt verdoppelt mit einem anderen Durchschnittskurs dann, das nur am Rande. Jedenfalls sehen wir jetzt China. Inflation zieht wieder an, 2,1%. Verbraucherpreise, allerdings die Produzentenpreise fallen deutlich, aber China versuchte über die Notenbank Liquidität ins System zu pumpen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Seymour Hersh beschuldigt die USA, Nord Stream zu sabotieren. Hier mal eine Kritik an seiner Vorgehensweise. Ich hatte das schon gestern schon mal angedeutet. Interessant finde ich, dass in den deutschen Medien das überhaupt nicht vorkommt. Also zumindest nicht im Öffentlichen, nicht in Zeitungen. Hätte jemand mit der gleichen Quellenbasis, nämlich eine anonyme Quelle, gesagt, es waren die Russen und so ist es passiert, dann hätten wir wahrscheinlich Seite 1 bis 8 voll in den deutschen Medien, was da alles passiert ist. Also ich finde, man sollte zumindest drüber sprechen. Man kann es kritisieren, man muss es vielleicht kritisieren, aber man sollte sich damit auseinandersetzen. Deswegen erste Empfehlung, meine Damen und Herren.
Zweite Empfehlung, Blick auf 6% Zinsen und 4% Anleiherendite. Das ist die Prognose der Deutschen Bank. Und das könnte eben das sein, was die Märkte derzeit so ein bisschen schockt. Und dann will ich noch auf ein Interview verweisen, das ich gemacht habe gestern. Zocken oder Zaudern, so heißt dieser Videokanal. Ich bin in der Regel immer für Zocken und statt zu zaudern. Das werde ich Ihnen auch verlinken unter dem Video. Ich habe leider kein Bild dabei. Da versuche ich die Marktlage so ein bisschen zusammenzufassen. Also diese beiden Artikel plus mein kurzes Interview. Müssen Sie nicht lange Zeit investieren und schauen sich auch diesen Kanal mal an. Zocken und oder Zaudern. Genau, also diese drei Empfehlungen sage ich erst einmal Servus und Ciao.